Jetzt in Kripo Live. Von einem PKW angefahren. Ein Mann wird schwer verletzt. Ich hätte nie gedacht, dass der auf mich drauf zuhält. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei jetzt um ihre Hinweise. Sonntag, der 30. Juni, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Zu Beginn gleich eine ganz aktuelle Öffentlichkeitsfahndung der Erfurter Polizei. Seit gestern arbeiten die Ermittler an einem Fall von versuchter Tötung. Das Opfer ist eine 89-jährige Frau, die in diesem Haus lebt. In der Zeit, irgendwann zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, haben sich wohl mehrere Täter Zutritt zum Haus der Frau verschafft. Die 89-Jährige niedergeschlagen und dabei schwer verletzt. Dann durchsuchten die Täter das Wohnhaus und haben mehrere Gegenstände gestohlen. Anschließend verließen sie das Gebäude. Die verletzte Frau blieb zurück und wurde am Samstagmorgen von einem Familienangehörigen gefunden. Die Polizei bittet nun um ihre Unterstützung. Haben Sie am Tatort bei dem Einfamilienhaus am Erfurter Stadtrand in der Straße Am Hubertus vielleicht etwas beobachtet? Bereits am Donnerstagmorgen sollen in der Nähe des Tatortes ortsfremde Personen gesehen worden sein. Hinweise bitte an die Kripo Erfurt. Telefonnummer 0361 662 1030. In Leipzig ist einer 62-jährigen Frau ein Stoß versetzt worden, sodass sie aus einem Straßenbahnwagen fiel. Kripo Live hatte Gelegenheit, mit der Geschädigten zu reden, aber vor der Kamera wollte sie sich nicht äußern. Denn noch immer hat sie Schwierigkeiten beim Sprechen, da sie bei dem Sturz aufs Gesicht gefallen ist. 4 ausgeschlagene Zähne, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. So bleibt Petra M. zunächst am Straßenrand zurück. Wir ermitteln den Fall wegen Körperverletzung, denn die Frau stürzte infolge des Stoßes und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Dienstag, 26. März 2019. Gegen 15 Uhr fährt Petra M. mit der Straßenbahn von der Arbeit nach Hause. Wenn ich von der Arbeit komme, bin ich oft geschafft. Ich lese in der Straßenbahn immer etwas. Das entspannt mich. Ich achte dann gar nicht auf meine Umwelt. Petra M. fährt stadtauswärts mit der Linie 1 bis zur Haltestelle Gießerstraße im Westen von Leipzig. Sie steht an der Tür. Was dann passiert, hat unser Zeichner bildlich festgehalten. Die Straßenbahn war an dem Tag ungewöhnlich voll. Ich wollte dann aussteigen. Ich kann aber nicht so schnell, weil ich Knieprobleme habe. Deshalb hatte ich mich am Haltegriff auch gut festgehalten. Das Aussteigen dauerte jemandem offenbar zu lange. Die 62-Jährige wird plötzlich aus der Bahn gestoßen. Petra M. verliert die Kontrolle und stürzt mit dem Gesicht zuerst auf den Asphalt. Das nächste, an das ich mich erinnern kann, war das Krachen meiner Zähne. Dieses Geräusch werde ich wohl nie vergessen. Die Leipzigerin schleppt sich von der Straße. Sie blutet stark aus dem Mund. Dann ruft die 62-Jährige ihren Mann an. Der holt sie sofort ab und bringt sie zu einem Arzt. Die Bilder der Überwachungskamera aus der Linie 1 liegen der Polizei leider nicht vor. Die Frau hat den Vorfall erst Tage später angezeigt, sodass wir die Bilder nicht mehr sichern können. Denn diese sind immer nur einen gewissen Zeitraum vorhanden. Die Ermittlungen in diesem Fall gestalten sich deshalb schwierig, weil wir keine Hinweise auf den oder die Täterin haben. Das bedeutet, wir haben weder eine Personenbeschreibung, noch wissen wir genau um den Tathergang. Denn die Frau erinnert sich zwar, gestoßen worden zu sein, kann aber nicht sagen, wer sich im Umfeld von ihr aufgehalten hat. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise etwas über daran Beteiligte aussagen können. Der Sturz geschah am 26. März, das war ein Dienstag, gegen 15 Uhr an der Haltestelle Gießerstraße. Waren Sie ebenfalls dort mit der Linie 1 unterwegs und haben jetzt Hinweise in der Sache? Dann informieren Sie bitte die Kripo Leipzig. Telefonnummer 0341 946 2x0. Auch bei unserer nächsten Öffentlichkeitsfahndung geht es um eine Straftat im Straßenverkehr. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt, weil er von einem Auto angefahren wurde. Und wie es scheint, hat der Fahrer des PKW dabei mit voller Absicht gehandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Ein Streit im Straßenverkehr gerät außer Kontrolle und endet beinahe tödlich. Das Opfer Roberto H. leidet auch 3 Monate nach der Tat noch unter den Folgen. Roberto H. spricht mit uns, möchte aber nicht erkannt werden. Ich hätte nie gedacht, dass der auf mich drauf zuhält. Nie, im Leben, niemals. Da habe ich schon Glück, dass ich hier sitzen kann, darf. Das hätte ganz anders ausgehen können. Roberto H. wird an dieser Stelle angefahren, am Wiesenhügel in Erfurt. Donnerstag, 28. März 2019. Roberto H. arbeitet als Kraftfahrer. Gegen 19 Uhr ist der 48-Jährige auf dem Weg nach Hause, als ihm ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt nimmt. Bei uns im Wohngebiet ist alles eine 30er-Zone und rechts vor links. Ja, und da kam das zum ersten Kontakt, dass der Verursacher mir brutal die Vorfahrt da genommen hat, weil er dann mit einer 70 angeschossen kam und ja, musste ich eine Gefahrenbremsung machen. An der nächsten roten Ampel begegnen sich die beiden wieder. Roberto H. öffnet sein Fenster und fragt den Pkw-Fahrer, ob er weiß, was er gerade falsch gemacht hat. Ja, das war denn anscheinend zu viel. Da ging es ganz straff verbal gegen mich, wer ich überhaupt bin, was mir überhaupt einfällt, ihn anzusprechen, was ich mir überhaupt dabei denke, was ich mir überhaupt getraue. Und das in einer mega Lautstärke, also der hat richtig geschrien. Etwas erstaunt über die heftige Reaktion setzt Roberto H. seine Fahrt fort. Nach 300 Meter, 400 Meter habe ich mir gedacht, hey Mensch, kannst du so nicht stehen lassen? Ja, und da habe ich mein Fahrzeug dann rechts abgestellt und bin ausgestiegen. Habe schon mal so die Hand gehoben hier, so, dass ich was von ihm will. Ja, und da macht es den Anschein, dass er auch rechts hinter meinen Transporter anhalten wollte. Ja, und dann auf einmal hat er angezogen. Der Pkw-Fahrer erwischt ihn frontal. Der 48-Jährige erinnert sich, dass er über die Kühlerhaube des fremden Autos fliegt und auf der Straße liegen bleibt. Ich habe gemerkt, dass was mit meinen Beinen nicht stimmt. Das Erste, was ich versucht habe, ist, meine Zehen zu bewegen. Das ging Gott sei Dank. Das war schon mal ein gutes Zeichen für mich. Roberto H. sieht das Auto noch davonrasen. Ersthelfer eilen herbei. Der Schwerverletzte kommt ins Krankenhaus. Schnell steht fest, Roberto H. hat einen gebrochenen Oberschenkel. Außerdem wurde seine Kniescheibe bei dem Aufprall zertrümmert. Er muss 2-mal aufwendig operiert werden. Die Heilung nimmt viel Zeit in Anspruch. Dass das jemand kann und macht, sein Auto so einsetzen tut und das so billigend in Kauf nimmt, dass jemand da verletzt wird und dass ich selbst Schaden mit meinem Fahrzeug davon trage, das geht mir irgendwo nicht in den Kopf rein. Meiner Familie, meinen Freunden, niemand versteht das. Polizeioberkommissarin Julia Neumann ist jetzt bei Kripo Live. Guten Abend. Guten Abend. Frau Neumann, wir haben gerade die ganze Dramatik des Geschehens ja gesehen. Um welchen Straftatbestand geht es hier eigentlich? Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Das Strafgesetzbuch sieht ja ein Strafmaß von 6 Monaten bis zu 10 Jahren vor. Wir schauen uns mal im Detail auf der Karte an, wo sich das Tatgeschehen abgespielt hat. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere Passant als Zeuge dann erinnern. Das ganze Geschehen spielte sich in Erfurt in der Straße am Wiesenhügel ab. Zunächst kam es an einer Kreuzung, und zwar war es die Kreuzung am Wiesenhügel, Ecke Hagebuttenweg, zu einem Vorfahrtsfehler. Die beiden Männer fuhren daraufhin weiter und kamen dort an der Ampelkreuzung am Färberweitweg zum Stehen. Und dort standen sie nebeneinander und es gab dort einen lautstarken Streit durch die offenen Fensterscheiben. Die Männer fuhren weiter und dann entschied sich der Geschädigte, aus seinem Auto auszusteigen und mit dem späteren Täter das Gespräch zu suchen. Dieser dachte aber gar nicht daran, anzuhalten. Er gab Vollgas und fuhr den Geschädigten um, sodass dieser schwer verletzt auf der Straße liegen blieb. Was ist denn inzwischen über den Fahrerflüchtigen oder auch über sein Auto bekannt? Wir gehen davon aus, dass es sich um einen weißen SUV handelt. Möglicherweise ist es ein Audi der Q-Reihe oder auch ein VW Tiguan. Das Auto muss Beschädigungen im Frontbereich aufgewiesen haben, also sprich Motorhaube oder vorne an der Schürze. Und auch Zeugen konnten Kennzeichenfragmente sich daran wieder erinnern, und zwar an die Buchstaben LB oder LI.
Der Fahrer soll ein etwa 30-jähriger Mann gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild und er hatte einen Dreitagebart. Was besonders auffällig an ihm war, er hatte an seinem linken Handrücken wohl eine Tätowierung. Wenn Sie einen Verdacht haben, um wen es sich handeln könnte oder den Vorfall vielleicht sogar beobachtet haben, dann rufen Sie bitte jetzt die Kripo Erfurt an. Telefonnummer 0361 744 314 65. Vielen Dank, Polizeioberkommissarin Julia Neumann. Danke. Bitte. Und hier weitere aktuelle Fahndungen aus Mitteldeutschland. Kripo Live kompakt. Diebstahl. Diese Frau wird verdächtigt, Ende vergangenen Jahres einen schwarzen Daunenmantel im Wert von 600 Euro gestohlen zu haben. Tatort war das Foyer der Universitätsbibliothek in Weimar. Wenn Sie die junge Frau erkennen, dann wenden Sie sich bitte an die Kripo Weimar unter der Telefonnummer 03643 8820. Schmuckfund. Wer erkennt diese Schmuckstücke? Sie wurden am 7. April 2019 bei einer Fahrzeugkontrolle in der Immanuel-Kant-Straße in Görlitz-Hangenwerder sichergestellt. Unter den Gegenständen befanden sich neben dieser markanten Schmucktasche auch Uhren, Ringe, Armbänder und Kettenanhänger. Wenn Sie Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen machen können, dann wenden Sie sich bitte an die Kripo Görlitz unter der Telefonnummer 03581 6500. In unserem nächsten Fall geht es um zwei alte Damen, die bestohlen wurden, wobei eine der Frau schwer verletzt wurde. Zwei Straftaten, die zunächst scheinbar nichts miteinander zu tun hatten. Und es geht auch um diese junge Mutter, die mit ihrem Rat einen Täter verfolgt hat. Sie wird jetzt dringend gebeten, sich als Zeugin zu melden. Das Foto stammt von einer Überwachungskamera. Auch von den gesuchten Dieben gibt es Bilder. Dieser Mann flieht gerade mit seiner Beute. Kurz zuvor hat er einer 77-Jährigen in Quedlinburg die Handtasche gestohlen. Auf dem überwachten Parkplatz vor der Harzsparkasse in der Turnstraße in Quedlinburg parkt Rentnerin Maria Bock am 13. Mai dieses Jahres ihr Auto. Sie will ein paar Dinge erledigen. Beim Aussteigen fallen ihr zwei junge Männer auf. Ich habe mich nur gewundert und gedacht, mein Gott, habt ihr keinen Unterricht? Was macht ihr eigentlich hier, ja? Und damit war die Sache für mich erledigt. Ich habe das Auto abgeschlossen und habe dann meinen Weg erledigt. Danach kam ich zurück und die jungen Männer standen immer noch da. Es ist 9.15 Uhr, als die 77-Jährige zu ihrem Auto zurückkommt. Ihre Handtasche legt sie wie immer auf den Rücksitz. Auf diesen Moment scheint einer der jungen Männer gewartet zu haben. Und da sprang ich raus und da sah ich ihn weglaufen. Aber ich guckte vorsichtshalber noch mit dem Augen, wo ist die Tasche? Die war weg. Und da bin ich hinterhergelaufen. Und ich muss sagen, die ganze Zeit habe ich gerufen, Hilfe, Polizei, hört mich keiner, ich wurde bestohlen, er läuft mit meiner Tasche fort. Polizei! Kurz nach der Tat kommt der zweite junge Mann auf die Rentnerin zu, verwickelt sie in ein Gespräch und geht dann weiter. Unserer Meinung nach scheint es sich hierbei um ein Ablenkungsmanöver zu handeln, indem er ihr Hilfe anbot. Das diente sicherlich nur dazu, um dem ersten Täter, der die Handtasche entwendete, einen entsprechenden Vorsprung zu verschaffen. Eine Radfahrerin mit Kleinkind hört die Rufe der 77-Jährigen und bietet ihre Hilfe an. Sie fährt dem Dieb hinterher und schafft es, ihn einzuholen. Als sie ihm mit der Polizei droht, gibt er ihr die Tasche der Rentnerin. Die junge Frau bringt Maria Bock die Tasche zurück und fährt davon. Oh, eine Erleichterung. Ich war sowas von zufrieden. Aber gleichzeitig war ich in Brast, dass man den jungen Mann nicht bekommen hat. Ja, also ich habe das immer wieder nachgespielt, die Szene, denke ich, mein Gott, schneller hätte es sein müssen. Maria Bock ist froh, ihre Tasche zurückbekommen zu haben, zeigt die Tat allerdings nicht an. Etwa 30 Minuten nach diesem Diebstahl kommt es in Quedlinburg zu einer weiteren Tat in der Ahornstraße. Eine Rentnerin fühlt sich schon im Kaufland von zwei Männern beobachtet.
Die beiden folgen ihr auf dem Heimweg bis zur Gartenstraße, Ecke Ahornstraße. Gegen 9.45 Uhr ereignete sich in der Gartenstraße, Ecke Ahornstraße, ein Raubüberfall auf eine 89-jährige Frau. Die Rentnerin erlitt dabei schwerste Verletzungen, wie er später im Klinikum diagnostiziert wurde. Sie wurde von einem bislang Unbekannten zu Boden gerissen. Ihr wurde dabei die Handtasche entwendet und die Frau wurde dann hilflos zurückgelassen. Der Tatort liegt nur ca. 1200 Meter von der Sparkasse entfernt. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet einen Tag später über diese Straftat. Am nächsten Tag, als ich das in der Zeitung las, da dachte ich, vielleicht waren es die gleichen Jugendlichen. Und da habe ich gedacht, naja, du meldest deinen Vorfall. Vielleicht besteht die Möglichkeit, wenn es die gleichen waren, dass sie gefasst werden. Auch die Polizei vermutet, dass diese Männer beide Straftaten begangen haben. Um den Verdacht zu erhärten, wird Alexander Beck mit seinem Personensuchhund eingesetzt. Der Hund schnüffelt wie hier an einer Geruchsspur der Handtasche, die der Täter hinterlassen hat, und findet den Weg, den er gelaufen ist. Ja, ausgehend von der Sparkasse ist der Hund den Straßenverlauf gefolgt und über die Brücke hier in Richtung Bahnhof einzuschwenken. Und dann sind wir sehr zielgerichtet hinter uns stehend zur Bushaltestelle gelaufen, wo der Hund ebenfalls noch mal markant angezeigt hat. Die Männer müssen sich also an dieser Bank am Bahnhof länger aufgehalten haben. Ihre Spuren führen dann vom Bahnhof zum Kaufland, wo sie auf ihr zweites Opfer treffen. Der Personensuchhund findet mit einer Geruchsprobe der Tasche der schwerverletzten 89-Jährigen vom zweiten Tatort in der Ahornstraße eine Spur zurück zum Kaufland. So werden die beiden Tatorte in Verbindung gebracht. Bei der Raubstraftat in der Ahornstraße hat ein Täter gehandelt. Wir gehen davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt, der auch eine halbe Stunde vorher in der Turnstraße aktiv wurde. Auch hier wissen wir mittlerweile, dass er in Begleitung eines Komplizen war. Aufgrund der Begehungsweise und der örtlichen und zeitlichen Nähe gehen wir davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelt. Die Fahrradfahrerin ist die Einzige, die den Dieb gesehen und mit ihm gesprochen hat. Deshalb sucht die Polizei sie dringend als Zeugin. Haben Sie einen Verdacht, wer die gesuchten jungen Männer sein könnten? Sie sind 17 bis 20 Jahre alt. Der Handtaschendieb ist etwa 1,80 groß, trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, ein dunkles Shirt, eine tarnfarbene Cargohose und Sonnenbrille. Sein Komplize ist etwas kleiner, war dunkel gekleidet mit Sonnenbrille und hatte die dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Und als Zeugin gesucht wird die junge Frau mit Kind. Sie hat rotbraunes Haar, eine auffällige Steckfrisur und war dunkel gekleidet. Ihr Kind hatte einen violetten Fahrradhelm auf und eine rosa Jacke an. Es ermittelt die Kripo Halberstadt. Telefonnummer 03941 674 293. Bundesweit kennen Winzer das Problem. Weinblätter werden von Rebstöcken abgerissen und gestohlen, vermutlich um sie kulinarisch zu nutzen. Der Verzehr der Weinblätter kann gefährlich sein, denn bekanntlich wird Wein zuweilen gespritzt. Schlimmer für die Weinbauern jedoch, die Pflanzen werden durch das illegale Abrupfen stark geschädigt. Auch im Weinanbaugebiet um Höhnstedt im Saalekreis kam es jetzt vermehrt zum Blätterklau. Säckeweise tragen sie die Weinblätter weg. Ein Fahrer wartet, während 3 bis 4 Personen in den Weinbergen die Blätter stehlen. Die Winzer in Höhnstedt haben diese Beweisfotos gemacht. Die Mengen sind einfach zu groß und auch wir haben schon Leute gehabt, die haben klar gesagt, ja, sie müssen hier zum oder wollen ihren Kollegen helfen beim Ernten und kriegen auch was dafür. Also das deutet schon irgendwie auf eine gewisse Organisiertheit hin. Ne? Die Winzer vermuten, dass die gestohlenen Weinblätter an die Gastronomie verkauft werden. Jochen Born hat in den vergangenen Jahren einen Anstieg an Diebstählen festgestellt. Gleichzeitig wurde der Ton der Diebe rauer und aggressiver. Einmal ist meine Frau alleine draußen gewesen, hat dann auch ein Foto gemacht und dann wurde sie von zwei Autos eingeparkt und so lange wurde auf sie eingesprochen, geschrien, bis sie das Bild dann gelöscht hat einfach. Ja, das
ist schon ganz schön hart. Hier und da ein paar Weinblätter vom Rebstock abzupfen, das scheint nicht so schlimm zu sein. Doch die empfindlichen Pflanzen können dadurch schwer geschädigt werden. Denn die Blätter sind nötig, damit die Pflanze ernährt wird und die Trauben ausreifen können. Die Rebe ist gestresst vom Vorjahr in diese Vegetation hier reingelaufen. Wenn dann eben auch noch Blätter fehlen, stresst das zusätzlich, weil sie möchte ja reif werden und hat aber nichts zum Essen, kann also nicht. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass die dann, wenn das vielleicht nicht in einem Jahr, aber sich aufbaut in 2, 3 Jahren, dass sie dann eben verkümmert und eingeht. Mit diesen Beweisfotos haben die Weinbauern bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Ermittlungsansätze sind gut, denn Kennzeichen sind erkennbar. Die Polizei nimmt die Diebstähle ernst, denn der Schaden kann im 5-stelligen Bereich liegen, pro Rebstock. Die Weinbauern haben uns als Geschädigte mitgeteilt, dass durch den Blattdiebstahl sehr hohe Schäden entstehen können, weil es im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Rebe komplett eingeht. Und es handelt sich dabei ja um Reben, die zum Teil seit Jahrzehnten auf den Weinbergen wachsen. Und wenn neue Reben gepflanzt werden, brauchen diese zumeist auch mehrere Jahre, bis diese dann erneut Früchte tragen. Winzer Jochen Born will sich die Diebstähle und die damit verbundenen Schäden an seinen Reben nicht gefallen lassen. Deswegen wird er jetzt jeden Dieb bei der Polizei anzeigen. Die Polizei rät geschädigten Winzern auch, jeden Diebstahl zur Anzeige zu bringen, denn nur so können die Ermittler aktiv werden. Sollten Sie solche Straftaten beobachten, notieren Sie sich bitte Pkw-Kennzeichen und gegebenenfalls eine Personenbeschreibung. Hinweise im Fall Höhnstedt bitte an die Kripo Merseburg, Telefonnummer 03461 446 und die 0. Die 17-jährige Ann-Christine wurde 1986 ermordet. Zunächst schien es, der Fall könne nicht geklärt und der Mörder nicht gefunden werden. In einer neuen Folge der Reihe Die Spur der Täter erinnert sich Ann-Christines Bruder an die Ereignisse von damals und die langwierigen Ermittlungen. Die Geschwister Ann-Christine und Wolf Eike sind unzertrennlich. Für den 4 Jahre jüngeren Wolf Eike ist seine Schwester ein wichtiger Anker. Sie verteidigt ihn, wenn es Ärger gibt. Sie spornt ihn an, wenn er in der Schule nachlässig wird. Sie war klug, sehr stolz, furchtlos. Es gab früher so auf dem Rummel so eine Überschlagschaukeln. Da hat sie mich reingesetzt und dann geschaukelt, bis wir halt übergeschlagen sind. Wolf Eike hat geschrien und sie hat gelacht. Das ist so die typische Bruder-Schwester-Geschichte gewesen. Am 11. August 1986 ist Ann-Christine mit dem Fahrrad unterwegs. Sie will 28 Kilometer nach Hause radeln. Doch an einer Müllkippe am Rand der Landstraße trifft die 17-Jährige auf ihren Mörder. Unter den Verdächtigen ist auch ein 26-jähriger Mann, der in der Nähe des Tatortes wohnt. Er hat kein Alibi, gibt aber freiwillig eine Blut- und eine Speichelprobe ab. Doch die Auswertung der Proben im Labor ergibt, die Spuren vom Tatort passen nicht zu den Bluteigenschaften des Verdächtigen. Doch ist er tatsächlich unschuldig? Die Ermittler stecken in einer Sackgasse. Bis dann 1987, im Ende 87, dann tatsächlich der Staatsanwalt dann sagte und die Kriminalpolizei auch, dass die Spuren, die es bis dahin gab, ausermittelt waren. Das war tatsächlich so ein Moment, wo wir dachten, okay, das ist dann jetzt mal das Ende. Erst als 2 weitere Morde geschehen, kommen die Ermittler auch dem Täter im Fall Ann-Christine auf die Spur. Bis er aber für ihren Tod vor Gericht steht, vergehen 20 Jahre. Die ganze Geschichte dieses Verbrechens können Sie am Mittwoch sehen, um 21.15 Uhr bei Die Spur der Täter. Vielleicht gelingt es ja auch heute wieder, durch Ihre Hinweise Straftätern auf die Spur zu kommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag wieder mit aktuellen Öffentlichkeitsfahndungen hier bei Kripo Live.